Verschiedene Farben, verschiedene Geschlechter. Eine Bereicherung. Verschiedene Alter. Unterschiedliche Nationalitäten. Mixed Teams, Mixed Emotions. Bedeutet für mich, ja, Mixed Teams. Auf jeden Fall immer ein Vorteil. Also es ist ja ein dialogisches Format. Es ist doch ganz anders als eine Beschallung von vorn. Eben weg von der Vortragskunst sozusagen mit Referenten, die erst den Vortrag machen und dann in die Diskussion gehen. In einem sogenannten Fishbowl zum Beispiel, die Menschen einladen, sich mit hineinzubegeben in die Podiumsdiskussion. Es geht um bei uns immer um Mixteams, um unterschiedliche Sichtweisen. Das ist ja eine alte Moderationsweisheit, jede Meinung ist gültig, jede Sichtweise zählt. Und wenn ich das einmal verstanden habe und so arbeite, dann arbeite ich immer im Mix. Da wird immer ein Stuhl frei gemacht, jeder und jede kann dabei sein. Das neue Format finde ich gut und es bringt halt mehr Dialog. Um Leute ans Sprechen zu kriegen, super. Alle bringen sich ein, alle bringen ihre Kenntnisse und Meinungen ein. Ich finde aber, da kommen einfach mehr Menschen zum Diskutieren. Ich finde das super gut, weil das lebhafter ist. Das trägt insgesamt zum besseren Ergebnis bei. Mixed Teams, Mixed Emotions. Gelebte Vielfalt. Wie sieht mein Team aus? Was kann ich darin verändern? Lebenserfahrung, Sozialisation, Erkenntnisse, Talente, dass die gesehen werden und gefördert werden. Also ich habe gute Erfahrungen mit Mixed Teams. Nicht nur altersmäßig nicht, sondern auch von den Geschlechtern, von den Kulturen. Kann eigentlich nur mehr bei rauskommen als bei homogenen Teams.